Mein Name ist Dietmar Schlenker und ich bin Niederlassungsleiter hier bei Scalia Indeva Deutschland. Indeva ist ein sehr traditionelles Technologieunternehmen, gegründet in Italien und auch heute noch in Norditalien ansässig. Indeva entwickelt und produziert elektronisch gesteuerte Manipulatoren, automatische mannlose Transportsysteme für moderne Fertigungen und Rohr- und Verbindungssysteme zur Gestaltung individueller Arbeitsplätze. Wichtig bei Indeva ist nicht primär das Verkaufen, sondern es steht der Kunde im Fokus, der Kunde steht im Vordergrund und die Lösung der Aufgaben des Kunden. Unsere Kunden schätzen am meisten die Sensibilität und die Feinfühligkeit, mit denen wir Lasten von 5 bis 360 Kilogramm heben können. Der Kunde braucht nichts einstellen, er hat immer dieselbe Kraft, nämlich 10 bis 20 Gramm, die er aufbringt, um die Lasten entsprechend zu heben. Wir nennen das den Magic Moment. Immer wenn ein Kunde ein Indeva-Gerät bedient, vor allen Dingen, wenn er das zum ersten Mal bedient, erst hat er eine schwere Last, wo er ein bisschen Respekt hat, dann geht er hin und wenn er sich mit 10 Gramm Handkraft anheben kann, hat er einen veränderten Gesichtsausdruck und freut sich, wie leicht das geht. Wir haben Indeva auf einem Messebesuch kennengelernt. Die Produkte haben uns auf der Messe sehr gut gefallen. Die Vorteile der Indeva-Produkte ist das präzise, einfache Handling mit sehr schnellen Taktzeiten, die Prozesse von A nach B zu bewegen. Indeva-Kunden sind hauptsächlich Montagebereiche und in Deutschland natürlich in der Automobilindustrie, Automobilzulieferer, der gesamte Maschinenbau, aber auch Pharma, Verpackung und Lebensmittelindustrie. Unser Service zeichnet aus schnelle Reaktionszeiten, dass wir die Kundenproblematiken aufnehmen, versuchen sie schnellstmöglich zu lösen und dass wir versuchen, so schnell wie möglich vor Ort zu sein. Der Service macht Sicherheitsuntersuchungen, angelehnt an BGUV Vorschrift 52, Wartungen, Instandsetzungen und Optimierungen, sofern es beim Kunden Probleme gibt. Industrie 4.0 ist auch bei uns ein Thema. Wir haben alle Manipulatoren vorbereitet mit einem internen Datenlogger, der in jedem Gerät verbaut wird, sodass die moderne Schnittstelle und die Datenkommunikation, die Vernetzung Maschine zu Maschine bereits vorbereitet ist.